Kyle MDK Arm Lite Version steht gratis zum Download bereit. Siehe Link. Geben Sie nun Ihre Daten an. Nun kann der Download beginnen. Öffnen Sie nun das Installationsprogramm. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarungen. Belassen Sie den Installationspfad auf C-Kyle. Update-Installation nicht anwählen, falls dies Ihre erste Installation ist. Geben Sie erneut Ihre Daten ein. Add Example können Sie abwählen. Öffnet angegebenes Projekt, falls gewählt. U-Link Pro Driver Installation und Release Notes interessieren uns momentan nicht. Öffnen Sie nun Windows Explorer. Öffnen Sie C-Kyle ARM ST-Link USB Driver. Öffnen Sie die Datei ST-Link V2 USB Driver.exe. Packen Sie nun Ihr STM32 F4 Discovery Board aus. Schließen Sie dieses mit einem USB-A zu USB-Mini-B-Kabel an Ihrem PC an. Das Board wird nun erkannt und die Treiber werden automatisch installiert. Falls dies schief geht, siehe Link. Öffnen Sie nun erneut Windows Explorer C-Kyle ARM ST-Link. Öffnen Sie das Programm ST-Link Upgrade.exe. Führen Sie nun ein Firmware-Update des ST-Links durch. Sie nun Microvision 4. Project Open Project. Projektdatei Blinky. Links sehen Sie die Projektstruktur mit den verwendeten Dateien. Öffnen Sie blinky.c, darin finden Sie die Funktion Main. Kompilieren Sie nun Ihr Projekt. Der Download funktioniert noch nicht. Öffnen Sie die Target Options, geben Sie eine Frequenz von 8 MHz an. Unter Debug wählen Sie den untersten ST-Link Debugger aus. Unter Settings wählen Sie Serial Wire Port. Unter dem Tab Trace geben Sie eine Frequenz von 168 MHz an. Unter Flash Download müssen Sie noch den passenden Algorithmus hinzufügen. Bestätigen und Ihr Programm herunterladen. Nach dem Drücken der Reboot-Taste startet Ihr Programm. Sie nun in den Debug-Modus. Machen Sie ein Reset und öffnen Sie die Datei blinky.c. Setzen Sie ein Breakpoint in der Funktion Main. Starten Sie Ihr Programm. Nun läuft Ihr Programm bis zum Breakpoint in der Funktion Main. Setzen Sie einen zweiten Breakpoint und drücken Sie erneut Run. Das Programm läuft bis zum zweiten Breakpoint.